Ja, hallo. Ich bin Christian und ihr seid bei einem neuen Video zum Thema Bonsai. Ich habe hier einen schönen kleinen Bonsai, der noch relativ jung ist, ein paar Jahre nur. Und zwar ist das eine Forsythie, die jetzt auch schön am Blühen ist. Die Blüte ist auch schon im Endstadium, also das wird sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich ausgeblüht haben für den Baum. Heute wollen wir dem Baum einen neuen Topf geben. Und zwar werden wir die Wurzeln schneiden. Und da hat sich, glaube ich, einiges angesammelt an Wurzeln. Ja, da werden wir uns mal die Wurzeln hier anschauen. Zumindest mal das, was über der Erde sich befindet. Und zwar haben wir hier eigentlich ein ganz schönes Nebari schon. Ja, hier seht ihr das. Schon ganz schöne Nebari, im Hintergrund eher nicht so ausgeprägt, weiter unten schon noch, schon auch. Aber hier vorne, ich sag jetzt mal vorne, wie auch immer, wo auch immer an dem Baum vorne ist, da sieht man, das ist schon richtig schön ausgeprägt. Und dann werden wir mal den Baum rausnehmen jetzt. Zwar habe ich den vorhin schon gelockert und ich ahne Schlimmes, ich ahne Furchtbares. Ach, schwer raus. Wow. Wow, sage ich nur. Was ist das denn? Schaut euch das mal an. Ja, das ist längst überfällig, die Umtopfaktion hier. Das sind schon Wurzeln 2 bis 3 mm Stärke in Überfülle, in Hülle und Fülle. Die müssen alle weg. Und da werden wir jetzt erstmal hier die Wurzeln wegschneiden. Ja, jetzt werden wir erstmal versuchen, die Erde aus den Wurzeln zu befreien, beziehungsweise die Wurzeln aus der Erde zu befreien, was soll man sagen. Ja, da kann man schon mal wegschneiden, die auf keinen Fall gebraucht werden, Wurzeln. Und danach werde ich erstmal die Wurzeln auswaschen, die Erde herauswaschen. Ja, mit dieser billigen Baumarktschere kann man auch mal die Wurzeln hier im Erdbereich schneiden, weil wenn die stumpf wird, ist es auch nicht so schlimm. Aber ein bisschen Wasser wird ja gut tun. Erstmal die Erde rausspülen. Bis gleich. Ja, jetzt nachdem ich die Wurzeln hier ausgewaschen habe, sieht man erst, was das für ein Gewirrwarr ist hier bei den Wurzeln der Forsythie. Ich nehme euch da mal ein bisschen näher ran. Ja, ihr seht hier, was das für ein enges, dichtes Wurzelgeflecht ist. Und ja, da werde ich jetzt mal versuchen, den Überblick zu behalten und mal hier und da mal was noch abschneiden, was vielleicht im Weg ist oder was meines Erachtens zu viel ist. Ja, dann können wir das Bäumchen auch wieder einpflanzen. Und zwar habe ich mich für diese Schale entschieden. Ist ein bisschen größer als die andere. Und vorbereitet habe ich die Schale auch schon.
Dann kann es mal losgehen. Mit ein bisschen gröberem Material für die Garage. Kronengestaltung bin ich mir noch gar nicht so sicher. Die könnte man jetzt natürlich noch drahten und in eine Richtung, in eine der Richtungen verbiegen. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das würde ich erst zu einem späteren Zeitpunkt dann machen. Ja, ansonsten wären wir dann schon wieder durch für heute mit der Fusizie. Ich hoffe, euch hat die Einpflanzaktion gefallen? Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, ich würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.